Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier. Ja, in diesem Video geht es heute um das Thema Stromvertrieb. Ganz speziell in diesem Bereich geht es eigentlich um das Thema, lohnt sich Stromvertrieb, lohnt sich Energievertrieb überhaupt? Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe mal so meine Chatverläufe, die E-Mails, die ich bekommen und Notizen von Telefonaten, die ich geführt habe der letzten Wochen, Monate, einfach mal so kurz durchgescannt und habe mal so die drei häufigsten Fragen mir notiert, die zu diesem Thema ja immer wieder auftauchen. Die würde ich gerne in diesem Video behandeln. Ich lasse dir aber auch unterhalb des Videos dann zu den einzelnen Themen noch Links dazu da, die ich, wo du einfach tiefer greifende oder tiefer gehende Informationen dann noch bekommst. Speziell zum Thema lohnt sich Stromvertrieb, gibt es da gute Perspektiven, habe ich dir unterhalb des Videos auch nochmal einen Link zu einem Blogartikel von mir bereitgestellt, der da einfach nochmal viel, viel tiefer in die Thematik eintaucht, die wir das jetzt hier aus Zeitgründen machen können, sonst wird es wieder ein Riesenvideo. Und genau, aber auf die drei Fragen möchte ich dir gerne meine Antwort, meine Anregungen geben, meine Ideen geben und ich hoffe, das Ganze hilft dir natürlich weiter. Also lass uns keine Zeit verlieren, legen wir gleich los. Die Frage Nummer 1, ich muss also immer hier ein bisschen runter gucken, damit ich die Frage lesen kann, also lass dich da nicht irritieren. Die Frage 1 ist, lohnt sich Stromvertrieb, Energievertrieb überhaupt, ja, und das ist so eine Frage, die kann man eigentlich gar nicht pauschal irgendwie mit einem Satz beantworten, sondern ja, die Sache ist einfach die, was bedeutet für dich denn Lohnen? Was für den einen super lukrativ lohnenswert ist, kann für den anderen langweilig sein und überhaupt nicht erstrebenswert. Und deswegen ist das eine sehr individuelle Betrachtungsweise. Wenn du allerdings mit dieser Frage meinst, ob du dir im Stromvertrieb eine sichere Existenz aufbauen kannst, wenn du damit meinst, ob du aus dem Hamsterrad ausbrechen kannst, vielleicht weil du gerade einen Job hast, den du nicht gerne machst oder du magst diese 9-to-5-Geschichte nicht, du willst selbstbestimmt leben, du willst eigenverantwortlich leben. Wenn du diese Dinge meinst, dann lohnt sich der Stromvertrieb für dich. Ja, wenn du meinst, ob man über Nacht viel Geld verdienen kann, ob man über Nacht reich werden kann, dann nein. Ja. Ich kenne übrigens auch keine Branche, wo das über Nacht geht, ja, oder ein Unternehmen, wo das über Nacht geht, ja, und schon gar nicht, wenn du irgendwo in einem neuen Bereich komplett von vorne anfängst, ja. Es ist nun mal so im Leben, man muss sich alles auch ein Stück weit erarbeiten, ja, nichts fällt einem zu, man muss sich da einfach auch weiterentwickeln und ja, für seine Ziele dann eben halt auch kämpfen. Also, wenn du damit meinst, ob man über Nacht reich wird, definitiv nicht. Wenn du mit dieser Frage meinst, ob Stromvertrieb funktioniert, dann definitiv ja. Ob der Stromvertrieb bei dir funktioniert, keine Ahnung. Ja, in meinem Partnerunternehmen ist es so, es gibt super viele Erfolgreiche, es gibt super viele, die ein durchschnittliches Einkommen haben und es gibt super viele, die sich mit einem geringen Einkommen zufrieden geben. Entschuldige. Und ja, in welche der drei Kategorien jemand gehört, das entscheidet ganz allein jeder für sich selbst, ja, durch Engagement, Arbeit an seiner Persönlichkeit, Weiterentwicklung, dass man einfach für sich schaut, dass man die notwendigen Fähigkeiten sich aneignet, ja, das sind alles so Punkte, die die darauf einzahlen und da ist einfach jeder seines eigenen Glückes Schmied, ja, wenn man das so sagen will. Frage Nummer 2, wie viel kann man verdienen? Auch das ist wieder eine Frage, die lässt sich mit einer Zahl nicht beantworten. Ja, ich sage immer, das ist meine Antwort darauf, von bis. Es kommt immer darauf an, wie viel du persönlich in der Lage bist, zu verdienen. Wie viel du am Markt da draußen wert bist. Und im Vertrieb ist es immer so, dein Verdienst steigt mit der Anzahl deiner Kontaktfähigkeit. Das heißt, umso mehr Kontakte du generieren kannst, umso mehr Interessenten du generieren kannst, umso mehr Kunden wirst du gewinnen, umso mehr Vertriebspartner wirst du gewinnen können. Und so steigt dein Einkommen Schritt für Schritt.
Es gibt, was den Verdienst betrifft, keine Deckelung nach oben, zumindest nicht in meinem Partnerunternehmen. Das heißt, du kannst so viel verdienen, wie du in der Lage bist zu verdienen. Ja, und das sage ich halt deshalb so, weil wenn du in der Lage bist, 10.000 Euro zu verdienen, dann kannst du diese 10.000 Euro verdienen. Bist du in der Lage, 100 Euro zu verdienen, dann wirst du halt eben auch nur die 100 Euro verdienen. Und das ist einfach nur die Wahrheit. Letzten Endes, ob das System funktioniert, ja, das Unternehmen gibt es schon seit 20 Jahren und ja, und es funktioniert. Ja, also es ist nachweislich viele, 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 viele Beispiele, dass es funktioniert. Es gibt aber halt auch Beispiele, bei denen funktioniert es nicht, aber nicht, weil das System nicht funktioniert, sondern weil die Menschen halt nicht funktionieren. Ja, und das hört sich jetzt ein bisschen böse an. Ich meine das jetzt nicht abwerten, sondern ich meine es ganz wertschätzend. Wenn du nicht die Fähigkeiten oder wenn jemand nicht die Fähigkeiten mitbringt, die notwendig sind, dann ist es halt einfach schwierig. Ja, man kann auch kein Formel-1-Rennfahrer werden, ohne dass man, ich sag mal, jemals in einem Formel-1-Auto gesessen ist. Ja, es geht halt einfach nicht. Das heißt, wenn man das werden will, dann muss man es halt eben auch bereit sein, von der Pike auf zu lernen, das Wissen anderer anzunehmen und ja, und dann eben seinen Weg in diesem Bereich dann auch zu gehen. Also denn das kann dir auch keiner abnehmen, ja. So, Frage Nummer 3. Wo habe ich es hier? Wie hoch sind die Provisionen? Ja, also auch hier von bis die Antwort kommt immer drauf an, ja, auf den Anbieter. Es kommt drauf an auf die Laufzeit der Verträge. Es kommt auf den Verbrauch drauf an. Und bei uns im Partnerunternehmen ist es so: Wir haben ein sehr transparentes, also ein komplett transparentes Karrieresystem. Und je nachdem, auf welcher Stufe du stehst, hast du halt von Grund auf schon eine höhere, ja, Provision. Ja, die, ja. Und umso höher du in diesem Karrieresystem halt stehst, umso höher sind die vom Grund auf die Provisionen. Aber, und das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt, für mich sind die Höhe der Provisionen, klar sind Höhe der Provisionen ist wichtig, keine Frage, aber es ist jetzt nicht die wichtigste Frage, die es zu beantworten gilt. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Mal angenommen, du bist jetzt rein in einem klassischen, ich sag mal, Direktvertrieb tätig, wo du ganz alleine als Einzelkämpfer durch die Welt gehst. Da ist die Höhe der Abschlussprovision natürlich ein wichtiger Faktor, weil dein Tag hat nur 24 Stunden und das heißt, du kannst auch nur eine gewisse Anzahl an Kunden in diesem Zeitraum machen. Natürlich, es gibt Möglichkeiten zu skalieren und so weiter, das geht schon, aber ich gehe jetzt mal rein vom klassischen Vertrieb aus, Kontakte machen, mit Interessenten sprechen und so weiter, dann hast du halt eben einfach nur eine gewisse Anzahl. Und wenn du, ich sag mal, jetzt nur 2 bis 10 Abschlüsse am Tag machen kannst, je nach Produkt, dann ist es halt einfach so, dass ja, dass die Höhe der Provision natürlich am Ende des Tages ausschlaggebend darüber ist, wie viel du im gleichen Zeitraum verdienst. Hast du höhere Provisionen, verdienst du im gleichen Zeitraum mehr, hast du niedrigere Provisionen weniger. Also da ist es natürlich schon ein entscheidendes Kriterium. Wenn du allerdings so wie in meinem Partnerunternehmen zum einen die Möglichkeit hast, den klassischen Direktvertriebsweg zu wählen, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit hast, mit Network Marketing dir ein Vertriebsnetzwerk aufzubauen, dann ist die Höhe der Provision nicht das ausschlaggebende Kriterium, weil in dem Moment, wo ich anfange, meine Arbeitskraft zu multiplizieren, indem ich mich multipliziere und neue Vertriebspartner quasi einstelle, die einarbeite, ja, dann habe ich einfach die Möglichkeit, ja, mich und meine Arbeitskraft zu vervielfältigen. Und einer alleine kann nie so viel erreichen wie 10, 20, 100, 1000 oder 10.000 Menschen. Und du entscheidest auch hier wieder, wie groß dein Team dann letzten Endes wird, ja. Und ja, umso größer dein Team mit qualifizierten Vertriebspartnern ist, desto höher ist natürlich auch dein Einkommen, egal ob du jetzt aktiv beim Kunden vor Ort bist oder gerade im Urlaub, ob du krank bist oder ja, ob du einfach das Leben genießt. Ja, und ich halte es da einfach wie Henry Ford. Ich verdiene lieber 1% an der Arbeitskraft von 100 Menschen wie 100% an meiner eigenen Arbeitskraft. Und das ist eigentlich ja, das Thema auf den Punkt gebracht. Ja, man kann es eigentlich gar nicht
gar nicht treffender sagen, wie es Henry Ford damals dann eben halt ausgedrückt hat. Und ein Unternehmen kann halt einfach auch nur nochmal zur Höhe der Provision, beziehungsweise zur Höhe der Provision. Ein Unternehmen hat halt einfach mal nur maximal 100%, was es ausschütten kann, ja, an seine Vertriebspartner. Ja, darüber hinaus funktioniert das Unternehmen nicht. Und das Unternehmen wird auch nicht 100% ausschütten, weil es muss ja noch Angestellte, Büroräume und so weiter, muss es ja auch finanzieren. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz geht gleich schon mal weg und der Rest wird dann quasi im Network Marketing an mehrere Ebenen halt eben ausbezahlt, ja. Während jemand, der ganz allein unterwegs ist, dann halt im Prinzip, ich sag mal, die Abschlussprovision dann komplett bekommt, muss im Network Marketing natürlich die Provision auf mehrere Ebenen dann eben halt verteilt werden. Und wie gesagt, das ist, hört sich im ersten Moment als Nachteil an, aber durch diese Skalierungsmöglichkeit, durch den Hebeleffekt, den ich habe, indem ich immer neue Partner hinzu in das System, ja, oder in mein Team aufnehmen kann, kann ich natürlich viel, viel mehr erreichen wie alleine und kann natürlich mein Einkommen stabiler aufbauen und ich kann es natürlich auch ich kann es nach oben skalieren, ja, um es einfach auf den Punkt zu bringen. Okay, das waren jetzt so meine Gedanken zu den Themen. Ich hoffe, konnte dir da ein Stück weit weiterhelfen, ein Stück weit einen Einblick geben in das Thema. Wie gesagt, ich habe dir unterhalb des Videos, verlinke ich dir noch ein paar Links zu weiteren Videos, die dann auch nochmal tiefer in die Thematik eintauchen, dass du dir da ein komplettes Bild machen kannst und du findest unterhalb auch einen Link zu einem Blogartikel, wo ich speziell jetzt zu diesem Video nochmal viel tiefer in tiefer reingehe in das Thema und ich würde mich freuen, wenn ich dich auch auf meinem Blog begrüßen kann, einfach auf oliverschirmer.de gehen beziehungsweise unterhalb des Videos dann den Link klicken. Genau, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dass du es mit deinem Netzwerk teilst, einen Daumen hoch gibst. Ich freue mich aber auch über Anregungen, deine Fragen, Feedback, Kommentare. Nutz dazu dann halt einfach die Kommentarfunktion und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.